Hey Leute, euer Gerhard ist hier und erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Resonanz auf das letzte Video. Das hat mich wirklich umgehauen. Irgendwie ist es ja schon ein bisschen unrühmlich, dass ich dadurch so viele Abonnenten dazu gewonnen habe, aber trotzdem gebührt dem Ganzen ein großes Dankeschön meinerseits. Ich habe jetzt vor dem Video, glaube ich, um die 29 oder knapp 29.000 Abos gehabt und bin jetzt über 31.000, knapp auf die 32.000 zu. Das hat mich erstmal umgeworfen, dann die Views und die Likes und die unglaublich tausende Kommentare, die ich bekommen habe, sowohl unter dem Video als private Nachrichten habe ich zig bekommen und bei Skype und bei Facebook und sonst was. Es war tatsächlich so viel, dass ich damit etwas überfordert bin. Das heißt, ich konnte da jetzt beileibe nicht alles beantworten. Ich will zumindest die privaten Nachrichten, die ich auf YouTube erhalten habe, der Reihe nach durchgehen und die beantworten. Kann ich da aber nichts versprechen, aber ich versuche so viel wie möglich zu beantworten. Nur ist das für eine Person einfach so eine Menge an Feedback und an Fragen und Sachen, die ihr mir da geschrieben habt, die teilweise wirklich ewig lang sind. Da komme ich einfach nicht hinterher. Also bitte ich da um Verständnis für die Leute, die mir dann auch teilweise zwei, dreimal eine private Nachricht geschrieben haben. Ich habe die meisten auch schon gelesen und so weiter, aber kam halt noch nicht zum Antworten. So, worum soll es in diesem Video eigentlich gehen? Ich will einfach dieses Mal kurz und kompakt zusammenfassen, was zuletzt passiert ist. Es haben sich so ein paar neue Dinge ergeben und es gab nach meinem letzten Video zu Minecraft-Stuff einfach noch ein paar offene Fragen. Wer jetzt gerade keine Ahnung hat, wovon ich rede, ich verlinke nochmal das alte Video unten in der Beschreibung oder jetzt in der Infobox. Einfach mal oben auf das große i klicken, wenn es eingeblendet wird. Da sieht ihr das Video, falls ihr das tatsächlich verpasst haben solltet, was ich jetzt aber mal nicht denke, da das so viele Leute tatsächlich gesehen haben. Einmal hat der YouTuber Herr Newstime darüber berichtet. Und ich finde, das war auch eine super kompakte und gute Zusammenfassung meines Videos. Und in seinem Video hat er noch so ein paar Punkte angesprochen, die auch viele von euch beschäftigt haben. So ein paar, ja, Unschlüssigkeiten und ein paar Dinge, die offen sind oder die ein bisschen unschlüssig einfach erscheinen. Und auf die will ich in diesem Video eingehen und warum ich meine Meinung vor allem auch ein bisschen geändert habe zu dem, was möglicherweise passiert sein könnte. Generell ist natürlich auch das Video von Herrn Newstime unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, aber es sind ja auch viele von seinen Abonnenten hier rüber gekommen. Also erstmal hallo und vielen Dank auch für eure Abos. Ich hoffe auch, dass der Content, der in Zukunft kommen wird, der sich jetzt nicht immer um Minecraft-Stuff handeln wird, euch gefallen wird und euch da überzeugen kann, dass eure Entscheidung, mich zu abonnieren, eben richtig war. Ja, was waren denn die offenen Punkte? Und zwar, ich hatte ja gesagt in meinem Video, dass ich davon ausgehe, dass Minecraft-Stuff verstorben ist, ich am 29.02. das letzte Mal von ihm gehört habe und danach nichts mehr. Tatsächlich hat er aber sich bei Twitter und bei YouTube ja nochmal gemeldet. Einmal hat er am 11.03., hier seht ihr nochmal das Bild, bei Twitter was geschrieben und zwar zu Enderal. Da hat er auch damals ein Interview mit den Entwicklern geführt und hat das sehr stark eben verfolgt und war da selber sehr interessiert dran, hat da nochmal was getwittert. Mir ist nicht bekannt, dass irgendeine andere Person auf seinen Twitter-Account Zugriff hatte. Also nicht so wie bei Facebook, wo auch PlanetKey eben Zugriff hatte, hatte er, soweit ich weiß, bei Twitter nur selbst Zugriff. Dasselbe gilt für YouTube. Und da hatte er tatsächlich noch ein Video gepostet. Und das war dann nochmal wesentlich später, nämlich am 3. April 2016, wie ihr hier nochmal seht, hat er das Video Skyrim, die besten Rätsel und Questmods Teil 3 rausgebracht. Jetzt haben viele natürlich gesagt, hey, vielleicht hat er das Ding vordatiert und ich weiß, dass Minecraft Stuff hier und da Videos vordatiert hat. Über so einen langen Zeitraum, also von Februar bis April, war mir bisher nicht bekannt, dass er sowas gemacht hätte, so lange Vordatierungen. Das wäre schon sehr ungewöhnlich, aber er hat dann auch in den Kommentaren nochmal einen User namens Hodor kommentiert. Das heißt, im April war er noch aktiv. Wer sich jetzt fragt, warum hatten wir denn da keinen Kontakt? Ich hatte ihn ja auch erst im April wieder angeschrieben. Wie ich im letzten Video schon erwähnt hatte, nachdem er im Urlaub war, haben wir uns nicht wieder so zusammengefunden. Sprich, ich hatte irgendwie keine Zeit für das Fallout-Video, was wir zusammen machen wollten, und hatte ihn dann erst irgendwann Mitte April rum angeschrieben. Vermutlich, ob wir das da machen wollten. Ich sehe ja leider meine Nachricht vom April eben nicht mehr, was ich da geschrieben hatte, ihm bei WhatsApp. Sprich, das heißt, dass er aus dem Urlaub wiedergekommen ist, so wie es jetzt aussieht, und das deutet alles darauf hin. Es muss so sein, meiner Meinung nach. Das heißt, diese ganze Norwegen-Thematik, und es hatten auch zig Leute irgendwie Links zu Bild und Berliner Morgenpost und allen möglichen Zeitungen oder Medien einfach verlinkt, wo es um Unglücke in Norwegen ging, wo auch Deutsche involviert waren. Das kann man alles ausblenden, das passt nicht, zumal das Alter von den Toten, die in Norwegen, also Deutsche, die in dieser Zeit in Norwegen ums Leben gekommen sind, einfach nicht zusammenpasst mit dem wirklichen Alter von Minecraft-Stuff. Deswegen, das kann man schon mal komplett ausblenden und da braucht er auch gar nicht mehr in diese Richtung recherchieren. So, was glaube ich denn, was sonst passiert ist? Nun ja, dass, wenn man mal auf seine
YouTube-Seite guckt, dann steht da, neue Videos wegen Krankheit verschiebt sich leider das nächste Video. Nähere Infos auf Facebook. Auf Facebook kann man jetzt natürlich nicht mehr gucken, was da steht. Das haben aber einige User trotzdem nochmal eingefangen und mir auch geschickt. Wurde mir wirklich zahlreich geschickt. Hier seht ihr nochmal das Kommentar, was Minecraft Stuff auf Facebook gepostet hat. Leider weiß ich das Datum nicht mehr, wann das gekommen ist auf Facebook. Das kann, wenn das noch jemand weiß, gerne jemand unten in die Kommentare reinschreiben. Das wird also vermutlich auch März, April rum gewesen sein, als er das geschrieben hat. Damit hat man ein Gesamtbild wieder, was ich aus dem Twitter, aus dem YouTube-Video, aus seinem letzten YouTube-Kommentar und eben aus diesen letzten Facebook-Post zusammensetzt, zu einem kleinen Puzzle, sage ich mal, und danach hat man eben nichts mehr von ihm gehört. Also es ändert einmal nichts an der Tatsache, dass er jetzt verschwunden ist, aber eben später, als ich eigentlich erst dachte oder das Ganze so in Erinnerung hatte, sprich er war im April rum, ist er irgendwann wirklich komplett abgetaucht, man hatte keinen Kontakt mehr zu ihm. Und er hat auch nirgendwo an anderen Social-Media-Plattformen mehr irgendwas geschrieben. Wovon gehe ich also nun aus? Ich persönlich gehe davon aus, so makaber das klingen mag, ich wünsche es mir, dass er nur krank ist oder vielleicht schwer krank ist. Das hört sich jetzt super makaber an. Natürlich wünscht man das niemanden. Aber wenn die Alternative der Tod ist, dann doch lieber das und mit hoffentlich auf Besserung. Das würde das Ganze erklären, dass er vielleicht wirklich so schwer krank ist, dass er keine Möglichkeit hat, aus dem Krankenhaus heraus irgendwie zu agieren oder sowas. Das würde das alles irgendwie plausibel erklären, zumal er auch meinte, er ist krank gewesen, dachte halt, das dauert nicht so lange, vielleicht ist da dann irgendwas rausgekommen, was Schockierendes. Und das würde irgendwie auch erklären, also wenn ich mich da in die Lage versetze, das ist natürlich super schwer, wenn man selber nicht mal richtig schwer krank war, das nachzuempfinden. Aber wenn man das mal macht, dann könnte ich mir schon vorstellen, das wäre für mich plausibel zu sagen, okay, ich breche alles ab, ich schreibe nirgendwo mehr was, es geht jetzt um meine Gesundheit, um diese ganze Hobbysache und so weiter, das lasse ich jetzt ruhen und ich weihe vielleicht wirklich nur Familie und die allerengsten Freunde, zu denen ich mich jetzt nicht zählen würde. Wir kennen uns eben über YouTube seit um die 4 Jahre, haben uns super verstanden, aber es war jetzt keine enge Freundschaft, aber eben eine Freundschaft und deswegen vielleicht ist das ein Grund. Das würde das Ganze plausibel erklären. So, das war erstmal die News dahingehend, dass sich da meine Meinung ein bisschen geändert hat. Wie gesagt, meine Vermutung ist, er lebt noch, ist irgendwo vielleicht im Krankenhaus, ist krank und habe jetzt die Hoffnung, dass man vielleicht irgendwann wieder was von ihm hört. Ja, und jetzt kommen wir noch zur Thematik von Planet Key. Die hatte ich aber letztes Mal auch angesprochen und die haben sich in der Zwischenzeit auch tatsächlich geäußert und auch bei mir gemeldet. Und dazu zeige ich euch jetzt hier einmal auf ihrem Facebook-Account, haben wir ein bisschen geschrieben. Hier seht ihr die Auszüge davon und hier schreibt, ich werde euch jetzt nicht alles vorlesen, ihr könnt notfalls das Video pausieren und euch eben durchlesen, was wirklich wichtig ist. Und zwar schreibt PlanetKey.de, wir wissen es nicht. Das ist schon mal ein Kernzitat und ein weiteres ist, wir hatten auch eine Admin der Seite und nicht den Inhaberstatus, ohne diesen wäre es uns nämlich nicht möglich, die Seite umzubenennen oder zu transferieren. Diesen Inhaberstatus haben wir vor kurzem kommentarlos vom Seiteninhaber erhalten. Wir möchten die Privatsphäre von Minecraft Stuff erhalten und gehen deswegen auch keinerlei Anfragen ein, kennen ihn schon mehr als 5 Jahre, aber er wird schon seine Gründe haben. So, das Ganze war recht trocken, daraufhin, die Diskussion ging noch ein bisschen weiter, haben wir uns darauf verlagert, dass wir das privat klären, sprich ich habe dann mit dem Planet Key Mitarbeiter, hat dann mit mir Kontakt über Skype aufgenommen, ich habe mich da nochmal mit ihm unterhalten. Ich kann soweit sagen, der Mitarbeiter war sehr nett. Und habe mir dann noch so ein paar Details eben erzählt, jetzt nichts weltbewegend Neues, was ich jetzt nicht auch schon gewusst hätte, aber es war trotzdem interessant, das aus der Richtung von Planet Key nochmal zu hören. Ich habe dann Planet Key die Möglichkeit gegeben, sich vielleicht in diesem Video nochmal zu äußern, in Form eines Statements, was ich dann zitieren würde. Dazu war Planet Key anscheinend nicht bereit, ich hatte ihn gesagt, schreibt das bitte bis 16 Uhr, ich muss dann das Video aufnehmen, da kam nichts mehr. Also ich gehe davon aus, dass sie da keine Äußerung vorhaben. In dem Gespräch, was ich dennoch vertraulich behandle, kam aber auch eben durch, wie ihr hier auch schon in diesen Facebook-Kommentaren seht, da nichts anderes, dass sie eben das nicht kommentieren wollen, aufgrund dessen, dass sie die Privatsphäre eben von Minecraft Stuff respektieren. Was ich respektiere, was ihr auch respektieren solltet, wie das Ganze gelaufen ist, ihr seht es ja auch, wie ich das kommentiert habe, fand ich trotzdem nicht gut, wie sie das gehandelt haben, die Seite einfach zu schließen, kommentarlos. Zumindest das, was sie hier unter meinen Kommentaren geschrieben hätten, hätten sie in dem Zuge ja auch einfach als Post absetzen können. Und darauf wollte ich im Prinzip hinaus. Oder vielleicht hat man mich auch missverstanden, was ich mit dem Statement vom Planet Key wollte. Ich wollte nicht, dass sie die Geschichte da komplett auspacken, was mit ihm passiert ist, da sie es ja auch nicht wissen. Aber einfach
warum sie die Seite umbenannt haben und warum sie dazu nichts posten wollten. Da hätte ja was Kurzes gereicht. Nun gut, das will ich jetzt auch gar nicht länger irgendwie aushalten, das Thema. Das wollte ich euch auch nochmal wissen lassen. Ich bin auf jeden Fall noch mit denen in Kontakt. Vielleicht ergibt sich da noch was. Schlussendlich, was hat sich jetzt final ergeben? Oder was sind unsere Anhaltspunkte? Wo können wir noch was rausbekommen? Ich habe die E-Mail-Adresse des Vaters und die Telefonnummer des Vaters. Und ja, da muss ich mir jetzt überlegen, wie ich das mache. Denn ganz ehrlich, der Vater kennt mich ja nicht. Ich bin ja eine YouTube-Bekanntschaft von ihm. Und das ist natürlich ganz komisch, wenn ich mich jetzt da melde und sage, hey, wir kennen uns von da und da. Und jetzt weiß ich ehrlich nicht, wie ich das angehen soll. Und das ist super schwer. Und ich weiß, es werden zig in den Leute in den Kommentaren schreiben, ja, mach das, komm, wir wollen das wissen. Ich werde wahrscheinlich eine E-Mail schreiben und mir die aber ganz, ganz genau überlegen. Weil man weiß ja nicht, was vorgefallen ist und man will ja jetzt auch in der Familie niemanden verletzen oder auffüllen oder sonst was. Schlussendlich bin ich oder werdet ihr natürlich noch Unbekannte, ne, für die Familie von Minecraft Stuff. Insofern will ich mir das wohl überlegen und wenn da was rauskommt, halte ich euch auf dem Laufenden. Das heißt, ihr braucht gar nicht fragen, was ist denn da jetzt rausgekommen. Wenn da was bei rauskommt und es ist für die Familie okay, wenn ich mich dazu äußern darf, dann werde ich das auch tun. Wenn ich nichts rausbekomme, kommt natürlich auch kein Video. Dann gebe ich vielleicht mal bei Facebook oder so nochmal eine Zwischenmeldung ab, aber dann kommt kein extra Video, wo ich dann sage, hey, neues Video, ich weiß nichts Neues, tschüss. Was sollte das bringen? Ansonsten werden wir uns jetzt auf dem Kanal wieder um das kümmern, was mich eigentlich so beschäftigt, und zwar Gaming. Und da habe ich auch wirklich mit meinen Freunden geredet, was könnte ich denn jetzt bringen nach so einem schweren Thema, einfach um wieder... ja, auch die ganzen neuen Abonnenten zu begrüßen oder was massentauglich ist, um es mal so zu sagen. Und ich bin ja super spät dran damit, aber ich bringe jetzt meine Game of the Year Awards 2016, die will ich unbedingt noch loswerden, einfach um nochmal auf ein paar Spiele aufmerksam zu machen, die mir richtig gefallen haben letztes Jahr. Und das sind einige Awards und diese Videos kommen im 1-2-Tages-Rhythmus, immer abends. Guckt einfach mal abends auf meinem Kanal. Ich will am Dienstag damit loslegen, das wäre der 21.02. Dienstagabend, da gibt es den ersten Award, das wird der Gameplay Award 2016, seid da schon mal gespannt, was drin ist. Und das ziehen wir dann erstmal durch und dann schauen wir mal weiter, wie wir weitermachen mit Rollenspiel, Skyrim, Dark Souls, sonst was Content, was mir da so einfällt. Jetzt erstmal die Awards und dann, wenn die rum sind, dann sind wir ja schon beim Switch Release, dazu will ich auch was bringen, weil ich mir eben eine vorbestellt habe. So, jetzt wisst ihr den aktuellen Stand Richtung Minecraft-Stuff. Ihr wisst, was jetzt auch im Kanal kommen wird. Ich kümmere mich jetzt nach diesem Video, ein paar Award-Videos aufzunehmen. Und vielen Dank nochmal an euch für das überragende Feedback. Und da hat man gesehen, wie die Community zusammensteht. Und das hat auch mir Kraft gegeben. Und ich denke, das sollte jedem Kraft geben, dass wir so eine tolle Gemeinschaft haben. Und dass auch wirklich viele tolle neue Leute dazugekommen sind. Ich sehe wirklich nicht oft, gerade in YouTube Deutschland, dass so viele nette Kommentare und fundierte Kommentare und lange Kommentare einfach gepostet werden. Das ist wirklich was Besonderes, bedeutet mir wirklich viel. Und wie gesagt, ich kümmere mich auch darum, dass ich möglichst viele private Nachrichten beantworte. Aber es wird dauern, wie gesagt. Es ist so eine Menge, dass ich das nicht einfach an ein paar Tagen bewältigen kann. So, das soll es nun endlich gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.